Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Samstagmorgen. Heute ist der 23.10.2021. Ja, ich bin zeitgerecht in der Früh aufgestanden, habe mich aber irgendwie, ich weiß nicht, mit der Zeit verbrodelt. Es sind immer tausend Sachen gleichzeitig zu machen und jetzt stehe ich unter Zeitdruck. Das heißt, ich werde heute nur 4 Teile hochladen. Ganz interessanter Aspekt. Und zwar haben wir ein Quinkungs zwischen Merkur und Uranus. Ich zeige euch das gleich. Der Merkur befindet sich hier im 5. Haus und der Uranus befindet sich hier als Herrscher des 10. Hauses im 12. Haus eingeschlossen. Ganz spannend. Ich dachte zuerst, dass der Aspekt gilt bis zum, glaube ich, 3. Dezember, wo noch ein Quinkungs ist. Aber wir haben ja davor 19 Tage später die Opposition, und ich würde sagen, dieser Aspekt gilt daher nur 19 Tage lang, beziehungsweise haben wir auch morgen einen keltischen Mittwoch, also einen Merkurtag, passt zum Thema ganz genau. Spannendes Horoskop. Bevor ich jetzt näher darauf eingehe, ich wurde in den Kommentaren mehrfach gefragt, wo wir uns heute um 13 Uhr treffen. Und bitte gut aufpassen, ja? Wir treffen uns hier oben in der Lange Gasse, ja, wo es dann bei der Forststraße beginnt. Ja. Man kann uns nicht übersehen, wir sind doch mehr als 20, sagen wir es mal so. Ja. Also das heißt, hier ist das Thermalbad, der beste Orientierungspunkt. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, darauf zu fahren. Moment, mit Brille sehe ich das leider schwer. Ich glaube hier oben, jetzt muss ich selber näher, muss die Brille runternehmen. Moment. Das ist hier ja Johann-Strauß-Straße, also das heißt, man fährt am Zentrum vorbei. Johann-Strauß-Straße bis zum Kreisverkehr rauf ist die einfachste Möglichkeit. Ich komme immer seitlich von der Rückseite, geht aber auch. Wie gesagt, ungefähr 13 Uhr. Wenn du um 15 Uhr dort bist, kein Problem. Wenn du um 17 Uhr hinkommst, auch kein Problem. Ja. Es sind immer Leute von uns dort, nur das Problem ist, dorthin zu finden. Ja. Das ist nicht ganz so leicht, wenn man sich dort nicht auskennt, ist man hoffnungslos verloren. Das heißt, wenn du irgendjemand dort in der Nähe herumstolpern siehst, ist das sicher einer von unseren Leuten und du kannst ruhig fragen oder darum bitten, dorthin geführt zu werden. Taschenlampe ist heute ganz wichtig, ja? Sehr wichtig, Taschenlampe mitbringen, weil es wird natürlich früher dunkel. So, das wollte ich nochmal in eigener Sache sagen, wir gehen schon an, gell? Bitte keine Sorge. 24, die Zahlen, 24, 34, 36, nochmal 36, 38, 39, daraus resultieren die 12 und in letzter Konsequenz die 3. Die 24, alte bekannte Zahl. Naja, hier haben wir es mit Streitigkeiten zu tun. Die Partnerschaften leiden hier die nächsten Tage darunter. Logisch, ja, dann heißt man, was heißt, noch einmal, zweiter Versuch. Man heißt, es heißt, man heißt, wir heißen, egal. Man ist gereizt, geladen, aggressiv, das Ego ist ein bisschen zu groß und man soll sozusagen auch den anderen mal ein bisschen zuhören. Ich weiß. Bei mir ist ja auch so. Meine Meinung ist immer die richtige, die anderen haben nie recht und ja, das ist eine schlechte Ausgangsbasis. Die 34 an zweiter Stelle zeigt uns aber schon, dass alles gut gehen wird. Das ist maximaler Schutz. Wir haben hier die energetische Kuppel, die wir schon so brav aufgetragen haben, Sprünte und die anderen. Und hier tut sich doch sehr, sehr viel, das sollen die Pfeile andeuten. Also es ist eine Aktivitätszahl, also da Geschichte was, da geht was weiter. Die zweite Zahl ist immer die entscheidende Zahl, der Drehpunkt der jeweiligen Zahlenauswertung. Die 36, sogar doppelt, schöne Zahl, Sieg des Kosmos, großes Wissen, maximales Wissen. Also hier sind wir sozusagen im Bereich der kognitiven, nein, nicht Dissonanz, sondern Realität angekommen. Die 38, naja, die 38 passt irgendwie gut zu 24. Hier ist Action angesagt und zwar, naja, wir haben Skorpionzeit, ja, kein Wunder. Magiezahl, Machtzahl, Schauspieler, will nicht, dass einem in die Karten geschaut wird und auch die starke Tendenz zur Explosion und macht sich und anderen gerne etwas vor. Also das ist, wie gesagt, ein Blöffer. Und hier geht es halt darum, auch über die Gefühle zu sprechen. Wie gesagt, 24, 38. Wie wäre es mal, über Gefühle zu sprechen? Ja, ich weiß, sollte ich auch mal lernen. Die 39, der starke Schatten, ja, Machtzahl, Zwangsbeglücker, große Leidenschaft, Sexualität, Triebhaftigkeit, Fanatismus. Also eigentlich alles das, was in der Skorpionzeit Freude bereitet. Die 12, Moment, die 39 ist schon weg. Die 12, naja, in der
im Tarot ist es der Gehängte. Ich habe halt hier einen, das soll so ein Betonblock sein, und die 12 ist hier schon ganz verbogen unter dem Druck der Bürden. Ja. Und hier heißt es natürlich, ja, okay, mit der 12 werden wir es in den nächsten 19 Tagen einfach schwer haben. Es wird eine schwierige Zeit werden. Wir brauchen uns ja nichts vormachen. Aber bitte, was ist das schon wieder für Blödsinn, da weg damit, das ist eine Frechheit. Wir haben bitte 24.10., 2 Monate vor Weihnachten, und schaut euch die Uhrzeit an, 1945. Naja, da sind schon Zahlen dabei, die sind schon recht heftig. Und als letzte Zahl haben wir dann die 3. Ja? Und jetzt gebt euch das. Der Uranus ist die 3. Ja? Die Uranus ist sozusagen die große Chance, Kreativität, die weibliche Schaffenskraft, das Erschaffen aus der Passivität heraus. Und spannend, hier haben wir schon wieder die Synchronizität. Der Uranus steht ja im Titel drinnen. Ah, jetzt fliegt der Stapel weg. Merkur, Quinkungs Uranus. Und der Merkur wird durch den keltischen Mittwoch angezeigt. So, Ende, zweiter Teil. Es muss schneller gehen, schneller, schneller.